Nee, klappt doch nicht. So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge hier im LS22. Die Familie Raffzahn ist wieder am Start. Und wie es immer so ist, klappt erstmal nichts. Aber es ist schon ja gewohnt. Und ja, wir sind hier wieder vereint auf der Gemeinde Rade. Oder Rade oder LSFM. Ach, was weiß auch ich. Ihr wisst schon, wo wir spielen. Folge 99. Ja, wer gibt heute einen Schnaps aus? Du. Okay. Ich habe den schon aufgetrunken. Ach, du warst es, der die Flasche leer getrunken hat. Ja, tut mir leid, meine Lieben. Dann müsst ihr jetzt mit die Flaschen anfangen. Ran an die Marie. Ja. Wir haben keine Zeit. Wer ist denn heute am Start? Jo, Ulle. Wer ist alle? Hi, Hartmut. Wolfi. Hallo. Unser Skiffi, hier unser Aufräummeister. Ja, bin auch wieder da. Sehr schön. Leonard ist da. Hi. Und meiner einer. Einer meiner. Und wer kommt da? Und mein Onkel ist da. Servus. Wer bist du? Ich bin der Jörg. Jörg. Hartmut? Ausbildung, erstes Lehrjahr seit heute. Sagt dir das was? Ja, du hast vage. Ja, die Bürgermeisterin hat einen Sohn. Ach, jetzt hat sie dich daher geschickt, oder wie? Ja, zur Ausbildung im ersten Lehrjahr. Um der Gottes Wille. Ja, super ist das gemacht. Fängt das nicht erst im September an? Nee, am 1. August. Der ist schon im Praktikum 2 Monate früher da. Damit wir ihn schon mal dran gewöhnen, was hier Sache ist. Ach, wir haben auch ein bisschen was gekriegt dafür. Ah, sehr gut. Hab ich mich schon gewundert hier mit Pelzkragen im Juli. Ja, das war ein bisschen heiß. Übrigens, Jörg. Wie bitte? Was ist mit mir? Übrigens, wir beginnen um 8 Uhr. Ja, Bürgermeisterin hat gesagt, erst ab 8.10 Uhr, deswegen. Ab 8 Uhr beginnen wir, aber um 7 Uhr bringst du die Jausen. Da werde ich heute Abend nochmal ein Wörtchen mit ihr reden müssen. Auf alle Fälle, 8 Uhr ist Start. Jo. Okay, Hartmut, sag an. Also ich gehe auf mein Feld. Ich war noch nicht ganz fertig. 43 hatte ich, 46 bin ich dran. Ja, aber jetzt warte mal ganz kurz. Wir müssen heute mal ein kurzes Break da reinmachen. Weil es hat sich ja einiges geändert. Echt? Ja, hast ja du selber gesagt, oder? Stimmt. Ich? Nö. Skiffi! Mhm. Du warst doch auf der Schulung. Wie war das? Sehr genau. Schön. Und was hast du da gelernt? Skiffi? Ich bin hier. War doch irgendwie wo mit, ist hier? Wie heißt das? Präzisionsfarming oder sowas. Genau. Wie hieß das? Und das haben wir jetzt, habe ich irgendwie. Präzisionsfarming, genau. Haben wir das jetzt, Hartmann? Ja. Ach du liebe Gott. Du musst uns aber einführen. Zielgerichtete Bewirtschaftung. Okay. Sehr schön. Na dann, also du erklärst uns halt dann nochmal, wie umweltschonend, wie Dünger, Natrion, Kalk draufzuschmeißen. Okay. Das heißt. Perfekt. Okay, das erklärst du dann mal noch, wie wir das jetzt machen müssen, weil wir haben mit ersten schon mal 2 Felder, die wir demnächst angehen müssen. Da bin ich ja gerade am Mulchen. Das heißt, ja. Okay, und dann haben wir noch Neuerungen, Hartmut. Ja. Haben wir da nicht da hinten was ich da so ein bisschen durchscheinen sehe? Ja, lasst uns mal hinlaufen. Also. Oder? Also, ich hatte irgendeinen Hirsel. Der reicht doch. Der Hühnerstall reicht doch. Rolf? War das eigentlich so gedacht mit dem Weg hier? Den Weg habe ich gemacht. Aha. Also der Weg an der Hecke längs, habe ich gesagt, ist eine gute Idee, aber denn der Abzweig mitten durch die Mitte war ein bisschen abenteuerlich. Das heißt, links kann man jetzt ein Kartoffelfeld machen, oder? Ja, kannst du auch. Nein, ich würde sagen, das ändern wir nochmal und gehen schön an der Hecke längs und dann hier... Ja, aber da fährst du mit der Kirche ums Kreuz. Ja, so Rolf, macht man auf, das. Der Tiger ist unterwegs. Wir brettern ja auch nicht durch unsere Frucht durch, weil wir sagen, das ist der direkte Weg. Wie bitte? Warte mal. Hier. Was ist denn hier? Dann erklär mir das. Was denn? Erklär mir das. Das hier. Und sag jetzt nicht, da ist ungleichmäßig das Gras gewachsen. Ja, weißt du, die Kuhställe sind nicht hier reingeflogen. Also die da oben bringen das nicht hier, die Ballons. Die mussten aber irgendwie hergebracht werden. Die fahren nicht quer durch die Frucht. Oh Mann, das liegt am Precision Farming. Richtig. Genau, eben. Da, wo wir das gemacht haben, war das noch nicht. Genau. Alles klar. Ja, 2 neue Kuhställe. Das ist so ein sehr digitaler Vorgang. Hier hat es halt 2 Streifen nicht mitgenommen. Genau. Und wir haben auch schon Kühe drin. Jeweils 10 Kühe haben wir schon mitgekriegt. Mhm. Ja, schön, hat die Firma Haller mit aufgestellt. Genau, und ein bisschen was Futter. Haben die jetzt die Tattoos von Haller drauf? Was? Haben die jetzt die Tattoos von der Firma drauf?
Die Kühe meinst du? Ja, wenn sie die ja schon mitgeschiefert haben, wollen die bestimmt Werbung machen für sich. Kannst du mal gucken. Ja, das sind ganz reinrassige Hallsteiner. Hallsteiner. Ah, vor allem Hall. Leonard, bist du da künstlerisch tätig gewesen, oder? Mit deiner Gärtnerausbildung. Ja, ich habe da ein bisschen mal was angepflanzt. Das sehr ist schön. Schöner aussehen. Gut, ja, aber das habe ich auch nicht gewusst. Was? Wie viel macht das nochmal? Was? Was ist denn das? Ja. Das ist ein Gülle. Ist das nicht geil? Kann ich das machen? Ah, weiß. Was wir es jetzt mal in den nächsten Tagen nicht mehr haben. Ein neuer Schlafplatz. Du das schön. Das ist bestimmt warm. Das ist die Gülle. Schön, falls geregelt, dass schön die Düfte noch rauskommen. Schön, also hier kann man entlang fahren. Und hinten der alte Kuhstall, der ist ja weg, ne? Den haben wir ja noch verkauft, glaube ich, in der letzten Folge. Wie machst du das? Geh mal weg, ich würde es auch machen. Ist ja witzig. Ich habe meinen eigenen. Ja, so, der Peter ist da hinten noch, mit dem nächsten Deckel. Geht auch noch. Kann man da drauf eigentlich surfen? Nee, ja. Hab's versucht. Nimm dich nicht mit. Leider Gottes. So, was haben wir noch? Doch, geht. Was haben wir noch? Ja gut, unseren alten Kuhstall. Der ist noch, aber den ganz alten, den haben wir in der letzten Folge noch abgebaut. Der ist ja weg. Ja, den haben wir weggemacht. Und wir hatten ja überlegt, ob wir hier vielleicht einen hinbringen, aber das war negativ. Da hat keiner hingepasst. Ja, was wollen wir dann hier machen? Gut, erstmal können wir ja unsere Fahrzeuge unterstellen, weil da haben wir gerade auch nicht allzu viel Platz. Was haben wir keine gescheite Halle gefunden, die daher passen könnte? Im Katalog gab es da nichts. Sondern jetzt lassen wir es erstmal so und gucken mal, ob es uns vielleicht irgendwann mal was auffällt. Ich hätte schon eine gefunden. Ja, kann ich mal einen Auftrag geben. Die wird genau daher passen. Ist okay. Zwar ein bisschen kleiner. So, ja, das war's eigentlich. Und ich glaube, die Kapazitäten haben sich ein bisschen verändert. Ja, Software-Updates hat es gegeben bei der Heutrocknung. Das habe ich noch gemacht. Oh, schau dann an unseren Rolf. Jetzt ist er happy. Schau, wie er rausgrinst. Rolf, schau, es könnte sein, dass die Kühe inzwischen mehr Gülle produzieren, als wir durch die BGA geschoben kriegen. Ja, dann Gülle-Lager. Gibt das hier noch irgendwo einen externen Händler, der uns was abkauft? Na, warte mal, was ist jetzt mit dem Gülle-Lager? Immer so. Ja, was willst du ins Gülle-Lager lernen? Das ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja, aber was ist, wenn wir hier ein Gülle-Lager noch hinten? Ja, mit Gülle-Lager ist ein Lager, kein Verbrauch. Und wenn wir jetzt schon mehr produzieren Feld, als verbrauchen. Fürs Feld. Wir können aber Gülle-Jokeln fahren. Ja, das stimmt. Wir können das Feld doch damit auch bestücken. Ja, dann können wir das vielleicht erstmal ins Lager schmeißen und dann von daraus dann unsere Felder besprühen. Ne? Ich glaub, das ist was, wie wir mal hier noch ein Gülle-Lager hinpacken. Haben wir nicht eins? Haben wir nicht ein Gülle-Lager? Ja, aber das packt 100.000 nur. Das ist natürlich Quatsch. Hier ist das Gülle-Lager. Ja, was ist, wenn wir hier noch eins hinpacken auf den freien Fleck? Ja, da hätten wir doch jetzt Platz für ein schönes Großes. Vielleicht ist so ein ganz Großes. Ja, ein Großes haben wir jetzt nicht drinnen, aber ich werde mal reden. Warte mal. 500.000. Ah, das ist ein wenig. Für das fehlt uns Money. Diese Größe hätten wir, das wäre zu groß. Ja, warte mal. Da müssen wir aber reden, dass wir noch mehr Geld kriegen. Da brauchen wir noch mindestens einen Zehner. Was? Der Papa steht auf stinkende Löcher. Das passt so wie er da jetzt hier dran rumverhandelt. Würde sogar passen. Ja, das Große mit 500.000 wird wirklich gut passen daher. Nee, das ist zu groß. Nein, es ist nicht zu groß. Kommen wir da noch. Das geht sich gut aus. Kommen wir da ran? Ja gut, wenn wir die Außeneingänge vorne hin machen, dann klappt es, ne? Na, viel besser habe ich das gesehen in Planung. Da würden sie sogar fast zwei ausgehen. Wie viel müssen wir von der Bank holen? 12.000. 12 brauchen wir, und dann gehen wir mal kurz einen Kredit holen, kommt. Nur mal so zum Mitrechnen, wenn da eben stand, wir hatten 52 Kubikmeter Gülle im Stall und ich hole 30 Kubikmeter ab, jetzt komme ich wieder vorbei und habe wieder 30 abgeholt. Das heißt, dass die Kühe schon 10 cm tief in der Gülle standen, oder? Ja, wer ist denn die Orangenhaut da? Die da auf meinem... Wer ist denn die Orangenhaut? Skiffy, meinst du, oder was? Ja, geht's der im Weg steht. Also ich geh jetzt mal weiter wurschteln. Stell doch mal einen Baum. Geht's mal alle weg.
Skiffy, gib mir eine Anweisung. Du weißt doch irgendwie, wo das Gülle-Lager ist. Ja, warte. So, da steht's. Hier oben. Ja, ja. Ich geh jetzt mal. Ich bin nie im Weg gestanden. Nein, nur dieselben, die im Weg rumstehen. Und hier hin. Schau, was hältst du von dem Gülle-Lager so? Kann man machen. Das pflanzt sich da perfekt hinein. Siehst du es, Rolf? Raus, Skiffy, alles geht sich aus. Ach. Das ist doch schön. War perfekt abgeschlossen. Naja, nicht ganz. Ah. Was denn? Okay, da hast du es gemacht. Meinst du, dass die Hecke nicht stört? Nee, nö. Stört nicht. Was ist das? Ich hätte ja an die andere Seite gemacht. Na, da wär's zu kurz gewesen. So kannst du schon einen Rundgang fahren. Ja. Ein Lager, zweite Lager und dann. Passt doch. Da gibt's auch noch eine Erweiterung dafür, aber da haben wir keinen Platz, ne? Na, da müssen wir das Silo da wegreißen. Aber die brauchen wir doch gar nicht. Eigentlich brauchen wir. Ja, ich glaub schon. Wir haben zwei Silo an der BGA, wir haben eine fremde Tiere. Ja, ja, was ist, wenn wir das wegreißen? Ja. Dann haben wir hier noch ein Gülle-Lager. Achtung, weg. Und da können wir hier die Erweiterung vielleicht hinpacken. Geht das? Genau. Könnte eng werden. Mit der Na, Entfernung? Sonst wird's mit dem anderen da. Also eins von den zwei wird sicher. Meinst du den Aufbau? Erweiterung. Wo gibt's da eine Erweiterung? Na da. Aber das kostet nur mehr 105. Boah, das ist zu groß. 2,6 Millionen oder das nochmal für 500.000, das kleine? Haben wir jetzt zwei Gülle-Lager? Ja. Ja, wir haben jetzt zwei seit neuestem. Das ist aber zu groß, ne? Das passt ja nicht rein. Die sind zu groß. Ja, doch, das wird sich ausgehen. Dann mach doch eine Modifizierung. Nimm diese komischen Zaunstützen weg, lass das Wasser bläulich färben und das ist unser Pool. Ja, es wird sich. Das sind super Ideen. Es geht sich aus. Nicht? Ja. Aber brauchen wir Kohle? Schon oder? Jetzt sind wir mal mit der Bank. Wie viel brauchen wir? Geld. 65. Also. So. Oh. Das kostet mich Nächte. So, schau her. Mhm. Okay. Hingebaut haben wir es. Funktioniert das dann auch so? Bestimmt. Von der Größe her? Brauchst du nur schauen, was das. Der Rolf fährt eh schon die ganze Zeit, Gülle. Ja, das ist jetzt ein Dauerauftrag geworden. Wo sehen wir das jetzt? Wie viel da reinpasst? 500.000, ja. Das sollten wir mal die große BGA anfragen. Silo ist leer. Warte mal. Das sind jetzt. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, okay. Gut. Ja, gut, so. Dann würde ich mal mit meinem Feldmeier wursteln. Ja. Ich gehe mähen. Irgendwer fährt mir gleich mit hinterher zum Einsammeln. Haben wir jetzt ein oder zwei Ladewagen? Ich habe den Big M gerade fertig gemacht für dich. Wir brauchen Big M nicht. Inwieweit kann der Jörg schon LKW, Trecker fahren? Muss doch ein Führerschein. Er sieht, aber der Big M kann aufs Feld 34 fahren. Feld 34 ist fertig und auf Feld 51 kann man Armin, da könnt ihr mit dem Ballenwagen hinterherfahren. Ich hab den großen Traktorschein. Anna kann eben Big M fahren auf 34 und 5 und nachher sollte es sein, mir nur zur Unterstützung kommen. Anna kann auf Feld 34 und 5 Ballen machen, dann kehrt Anna, der die Ballen einfährt, dann kriegt auf Feld 7 mir mit dem Ladewagen geholfen. Und einer braucht. So viel sind wir nicht. Irgendwen. Der Peter braucht nur wenn sicher. Geht so alles aus, oder? Ja. Also ich bin jetzt. Hier gerade. So, ich fahr jetzt. Wo ist denn? Skiffy? Ja. Würdest du für die zwei Felder 43 und 6? Das Precision Farming Bericht mal einholen. Mach ich. Weil da bin ich gerade am Mulchen und da könnten wir dann gucken, ich glaube, was kommt denn als nächstes hier bei Precision Farming? Ja, erklären Sie es gerne über Funk. Nochmal Funk? Ich habe gerade die Arbeiten eingeteilt.
dann vor. Bitte. Na, kurzer Einwand, Leute. Für mich hat es keinen Zweck heute, dass ich bin halt einfach nicht fit genug. Ich muss mich ausklingen. Alles klar. Bitte um Entschuldigung. Da. Ja, bis erhole dich. Nächste ins Bettchen. Ja, erhole ciao, ciao. Dich. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. So, die Daten ciao. Sind da. Der ist gerade am Arbeiten auf dem Feld. Ich. Ich habe jetzt von den Feldern geholt, die abgeerntet wurden. Also. Gras kommt später dran. Und kann ich also dann Feld 43 braucht Kalk. Das mache ich dann als nächstes, heißt 43, und aber das Ding fällt auch, oder? 6? 6 gucke ich jetzt gerade. 6 und 43, die zwei mache ich gerade. So, wer fährt jetzt, beide Kalk. Wer fährt jetzt Big M und wer hüft beim Ballen einsammeln und beim Gras einsammeln? Beziehungsweise Ballen pressen. Ich fahre die Ballen pressen. Ich fahr jetzt auf Feld 7. Auf Feld 7 brauchen wir bitte einen. Entschuldigung, dass ich jetzt eine gekriegt habe, aber da geht sonst nichts weiter. Auf Feld 7 brauche ich einen, der mit dem Ladewagen fährt. Ja, dann würde ich Ladewagen kommen. Gut, Feld ja. 34, wenn keiner auf Feld 34 fährt, dann. Dafür würde ich den 718er nehmen, wenn es geht. Ja. Daniel, du könntest doch auf dem 43er schon mal. Auf dem nicht, welchem Fall? 34. Auf dem 34er mal mit dem Big M drüber düsen, oder? Genau. Daniel? Leonard. Leonard, natürlich. So, welcher Traktor ist noch frei? Brauchen wir jetzt einen Traktor auch noch? Ja, du brauchst ja die Ballenpresse, du brauchst ja meinen Big M. Nee, der soll doch auf ein Feld gepresst werden. Ja, eh. Ja, deswegen habe ich die Ballenpresse nach vorne gezogen. Achso. So, danke. Weil der Trecker, den ich davor hatte, der hätte die sowieso nicht gezogen. Soll das nicht zu Heu gemacht werden? Was? Na, das. Wieso die Presse, die kannst du eh ins Lager einfahren? Die gepressten Ballen, und dann kann man schauen, was wir draus machen. Die Frage ist, was brauchen wir als nächstes? Heu oder. Also brauchen wir Heu oder brauchen wir Silage? Ich glaube, wir brauchen beides viel. Also, müsst aufpassen, wir haben jetzt ganz viele Kühe und die fressen uns die Haare vom Kopf. Zumindest haben sie das noch. Oder hat das bewirkt? Wir haben da auch nicht versucht, eine Änderung einzuleiten, dass das weniger braucht. Aber ich glaube, das hat schon nicht durchgegangen. Ne? Das heißt, die fressen uns immer noch die Haare vom Kopf. Und da brauchen unheimlich. Ich weiß nicht, was fressen die alles? Skiffy, was brauchen die? Kühe mit Mischration. Ja. Dann brauchen die Heu, Stroh und Silage. Heu, Stroh und Silage. Also, da müssen wir mal gucken, was Heu und Silage da ist. Und entsprechend müssen wir das einfach gut auffüllen jetzt. Dass wir immer gute Mischrationen machen können. Durch Stroh haben wir 500.000. Genau, würde, Stroh müssen wir genug haben. Würde bereichen erstmals. Ja. Heu habe ich hier 0. Ja, aber Heu ist relativ viel in der Mischfutterfabrik drinnen. Und dann gucke ich mal, was die Mischfutterfabrik auf Lager hat. Da kann ich ungefähr sagen. Die Mischfutter. Ach, und die Mühlen müssen auch wieder gefüllt werden. Heu. Heu haben wir 38.000, was noch getrocknet wird. Wir brauchen dringend Heu. Ja, wir haben nämlich ziemlich viel Heu schon verbraucht, während der Zeit, wo aufgebaut wurde. Da haben wir schon kräftig gefüttert. Das heißt, wir müssen das auf Feld 34 nochmal wenden. Ja, entweder wenden auf 34 oder wir können Heutrockner. Auch da wenden. Heutrockner? Ich glaube, die Wende wäre jetzt schneller gemacht und dann schnell mit einem Schwaber drüber, damit wir das Heu auffüllen. Das aufgewertet. 38.000 haben wir nämlich nur noch. Und die lasen auf 15.000. Aber wir haben uns gar kein Heu mehr. Ne, wir haben uns gar kein Heu mehr. Ja, aber Heu wird jetzt durch das Update relativ, also das Software-Update relativ schnell gibst, gell? Das ist ja. Ist das der Heutrockner, der aus Silage macht? Ja. Der das Update gekriegt hat, das heißt, der macht aus Silage schneller? Ja.
Na ja gut, dann macht das hin, wenn wir einfach beides dann machen lassen. Also wir haben noch ja, 213.000 in deren Hofbedarf. Silage. Nee, Heu. 213.000 haben wir noch. Genau. Ja gut, aber ja, dann sollten wir, ja. Und 103.000 auch noch. Also das wird aber nicht mehr lange reichen. Mhm. Und Silage ja, haben wir nicht mehr so viel. Silage ist an. Ich meine, wir können auch da, sonst lege ich das in Bahnen und dann können wir Dings machen. Meinst du pressen und dann da wickeln? Nein, nicht wickeln. Die Lage brauchen wir nicht so viel, Heu brauchen wir, haben wir gesagt, oder? Ja. Ja. Dann machen wir das, dann lege ich es da nicht in, dann lege ich es da nicht in Schwad. So, der Big M, wo steht der jetzt? Müsste jetzt der Dings mit haben, oder? Der Leon. Leon, hast du den Big M? Nein, der steht noch hier. Also Gras ist leer, wir müssen so, nachproduzieren. Jetzt. Ja, dann so ist. Dann legt es auseinander, wendet es und fertig. Ist uns für Fahrsilos noch was drin? Oder unsere Silos allgemein? Ja, kann ich eben mal gucken, ob bei der BGA-Silo noch was ist. 60. Ähm, 180 bei 100. Haben wir noch hier in den Silo. Wir fahren da mitten durch das Gras, durch die Frucht. Hallo? Jetzt redet keiner mehr mit uns. Also 144. Ja, du fahr nicht durch die Frucht. Ja, ich soll hier Gras holen. Ja, wir fahren. Ich schau, dass ich dir die Bahnen da genau noch mal leg. Das ist jetzt mit dem BGM auf 34. Alles klar, gut. Ja. Gut. Und nicht durch das Gras fahren, weil das wird sonst zerstört. Jo. So. Wir haben, glaube ich, keine Aufbereitung. Der Kreis wurde erst mit, gestern erst gemäht, ne? Bin gerade noch am Ballen. So, meine Lieben, aber das soll's für die Folge 99 gewesen sein. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Uns hat Spaß gemacht. Es hat ja alles allerhand sich geändert. Es hat sich viel getan hier. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es genauso wie uns, dass sich hier wieder ein bisschen was getan hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der 100. Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich sag mal Tschüss, bis denn. Euer Schwabe Player. Ciao, ciao.